Trick 17 hier, damit man ein bisschen aussieht, als ob man trainiert. Wir trainieren nämlich gar nicht. Nee. Wir sind immer nur vor den Spiegeln, machen nur Fotos das ganze Training lang und dann gehen wir wieder. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind gerade vom Pull-Training gekommen, sind nach Hause gekommen und jetzt ist ein Paket angekommen. Nicht meins, ja. Von Arthur und mir, wie wir es schon angekündigt haben, wir wollten euch erstmal zeigen, was da drin ist. Deswegen brauchen wir erstmal ein Messer, Arthur. Also jetzt gibt es erstmal ein kleines Unboxing mit dem berühmt-berüchtigten Unboxing-Knife. Ist ja klar. So, pack du mir erstmal deins aus. Ist klar, oder? Warum BCAAs? Wir sind gerade im Aufbau und konsumieren keine BCAAs, aber wir gehen bald in die Diät, in einem Monat. Dann werden wir auch eine Serie starten. Anfang März, Leute, da kommt die neue Serie raus. Wie sie heißt, wissen wir noch nicht genau, aber da wollen wir halt im Sommer ein bisschen runter diäten, ein bisschen unser Körperfett senken und wollen nicht nur ein bisschen, Leute. Runter auf unter 10% wollen wir gehen. Ja. Und wir wollen euch halt zeigen, wie wir das machen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Dann haben wir uns 2 Kilo Whey bestellt von ESN. Ja, Whey brauchen wir nicht viel zu sagen, haben wir nach jedem Training, damit wir einfach auf unser Eiweiß kommen. 60 Gramm immer mit 30 Gramm Malzo. Als nächstes den guten alten Crank, diesmal im Tropical Punch Geschmack. Ja, was gibt's zu Crank zu sagen? Das ist ein Booster, den könnt ihr immer nehmen. Das ist kein Hardcore-Booster, wovon ihr irgendwie einen Down kriegt oder so. Wenn ihr Bock drauf habt, können wir auch von den Boostern Booster-Review machen. Schreibt es dann in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Ja, und als nächstes haben wir uns ein paar Oyerige bestellt. Falls ihr noch nicht kennt, probiert die aus, die sind so lecker, ne? Die Riegel haben ein bisschen mehr Fett, aber dementsprechend schmecken die auch richtig nice. Also die schmecken nicht wie Proteinriegel, wie man sie kennt, sondern wie so ein normaler Schokoriegel mit halt Eiweiß dabei. Als erstes gibt es natürlich von den Jungs von House of Protein. Einen Shaker kann man immer gebrauchen. Dann gibt es jetzt hier einen Complete Cookie. Das sind Eiweiß-Cookies mit 16 Gramm Eiweiß, wie hier drauf steht. Ist auch eine Sache, die kann man eigentlich zwischendurch essen, wenn man Eiweiß braucht. Kann man auf jeden Fall gut snacken. Den habe ich jetzt noch nicht probiert. Werde euch auf jeden Fall sagen, wie der schmeckt. Das ist jetzt im Geschmack Peanut Butter. Dann sind noch Zughilfen und Handgelenkbandagen im Paket. Ist auf jeden Fall auch sehr gut fürs Training, wenn man mal schwerer trainiert, kann man immer gebrauchen. Also sowas habe ich eigentlich immer in meiner Tasche, auch wenn ich es nicht oft brauche. Ja, dann ist hier noch ein FOS BCA Energy Drink. Habe ich schon bei vielen Leuten gesehen, aber selber noch nie bestellt und noch nie probiert. Ist ein Zitronen-Limette-Geschmack. Werde ich auf jeden Fall auch abchecken. Dann hier noch ein Gladiator Eiweißriegel von Olymp mit 8 Gramm Fett und 21 Gramm Eiweiß. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das hier ist, diese kleinen Kapseln. Das sind alles Boosterproben mit immer jeweils einem Serving. Ich habe hier einmal den Olymp Redweiler. Dann habe ich noch den C&P Cannibal Riot und einmal hier den Alpha Drive Extreme. So, als nächstes gibt es hier Flapjacks. Ich habe mal 4 im Geschmack Chocolate Almond, also Schokolade Mandel und einmal in Chocolate Coconut. Ja, was sind Flapjacks? Das sind auch Haferriegel, so wie die Energy Cakes, nur halt von einer anderen Marke. Okay, hier haben wir nochmal einen Eiweißriegel. Dann haben wir hier 2 Energy Drinks von GN. Die NARC Focus pro Dose habt ihr 150 Milligramm Koffein. Ja, warum sind die so nice? Weil
viele von euch, beziehungsweise viele Menschen, trinken einfach viel zu wenig. Ich bin auch so ein Typ, der es schwer hat, viel Wasser zu trinken. Ich komme zwar immer auf meine 4 Liter, aber ich bin mit solchen Sticks, wenn es irgendwie nach was schmeckt, ist es noch leichter, mehr Wasser zu trinken. Darüber werden wir auf jeden Fall ein Review machen und euch unsere Meinung zum Booster geben. Es ist jetzt einen Tag später. Wir machen uns gerade fertig zum Training, beziehungsweise esse ich gerade noch wieder meine Müsli-Riegel. Ja, ich habe schon gegessen heute, vor 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Ich bin gerade von meiner Freundin gekommen. Jo. Und heute treffen wir uns mit Georg im Gym und Leon. Wir werden zusammen eine Booster-Session machen und dann Push trainieren. Ganz genau. Ich bin hyped, ich hab Bock drauf, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, der Willi isst jetzt sein Essen und dann kann es auch schon ins Training gehen. Training ist durch, Leute, war eine sehr gute Einheit im Pyramidensystem. Wir kriegen jetzt noch unseren Post-Workout-Shake und dann geht's auch mit den Boys essen. Und mit den Girls natürlich. Im Subway. Man sieht sich gleich wieder. Bis dann. Training ist durch, wir sind jetzt bei Subway. Nein, fast schon draußen. Okay. Was hast du geholt? Ich habe Chicken Breast 30er mit Barbecue und Käse. Ich habe genau dasselbe, nur mit Honey Mustard. Guten Jungs. Yeah. Jo Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal.